Türchen 24, Dienstag, 24. Dezember. Während er las, verliebte ich mich in ihn, so wie man in den Schlaf gleitet, langsam zuerst und dann deutungslos. Ein Zitat von John Green. Müde rieb Hermine sich die Augen, während sie durch die verlassenen Korridore Hogwarts streifte. Viel zu lange hatte sie heute in ihrem Büro gesessen und gearbeitet. Ja, selbst an Heiligabend hatte sie sich keine Pause gegönnt, sondern sich an ihren Schreibtisch gekettet. Und dabei war es ihr tatsächlich gelungen, das Fest für ein paar Stunden zu vergessen. Theoretisch hätte es heute auch ein ganz normaler Dienstag sein können. Nachdem sie aber die Dunkelheit über das Schloss gelegt hatte, war aber auch die Müdigkeit gekommen. Trotzdem hatte Hermine sich gezwungen, weiterzumachen, bis die Buchstaben vor ihren Augen verschwommen. Dann hatte auch sie zugeben müssen, dass es keinen Sinn mehr gab. Also hatte sie ihr Büro verlassen und schleppte sich nun in Richtung des Lehrflügels. Insgeheim fragte sie sich bereits, was sie dort erwartete. Das Weihnachtsfestessen war bereits vorbei. Hermine hatte sich dort ganz kurz blicken lassen, war dann aber wieder in ihr Büro gehuscht. Dort hatte sie Draco auch nur kurz gesehen. Er war in ein Gespräch mit McGonagall vertieft gewesen, sodass sie nicht mit ihm gesprochen hatte. Würde er aber da sein? Vielleicht im Wohnzimmer sitzen und in seinem Buch lesen? Bei dem Gedanken schlich sich ein kleines Lächeln auf ihre Lippen. Hoffentlich würde er da sein. Denn wenn nicht, dann wüsste sie heute definitiv nichts mehr mit sich anzufangen. Dann würde sie Weihnachten einfach im Bett verbringen. Weihnachten. Hermine musste schwer schlucken, als dieses Wort durch ihr den Kopf geisterte. Wieder füllten sich ihre Augen mit Tränen. Diesmal konnte sie es aber erfolgreich wegblinzeln. Sie dachte an Ginny, Harry und Ron, die gerade wahrscheinlich gemütlich im Wohnzimmer des Fuchsbaus zusammensaßen. Sie dachte an ihre Eltern, die irgendwo gemeinsam feierten, ohne zu wissen, dass ihre Tochter an diesem Feiertag allein war. Schnell schüttelte Hermine den Kopf, um diesen Gedanken zu vertreiben. Sie würde sich heute nicht von ihren Gefühlen übermannen lassen. Sie war stark. Sie würde das heute durchstehen. Es kann doch gar nicht so schwer sein, dachte sie, als sie den Flügel der Lehrer betrat. Wie von selbst führten ihre Füße sie zum Wohnzimmer. Vor der Tür blieb sie jedoch einen Moment lang stehen. Was würde sie tun, wenn er nicht da sein würde? Nervös schluckte sie, hatte Angst vor ihrer eigenen Reaktion. Doch es würde nichts bringen, hier länger herumzustehen. Dann würde sie nie erfahren, ob Draco vielleicht vorhatte, gemeinsam mit ihr den Abend zu verbringen. Also straffte sie ihre Schultern und griff zielstrebig zur Klinke, drückte sie langsam herunter. Dann öffnete sie die Tür und trat ins Wohnzimmer. »Ich dachte schon, du kommst nie.« Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf Hermines Gesicht aus, als sie ihn sah. Er saß dort auf dem Sofa mit seinem Buch in der Hand, genauso wie sie es vorgestellt hatte, und sah schmunzelnd zu ihr herüber. Schnell schloss sie die Tür hinter sich und lief ihm entgegen. »Hast du etwa auf mich gewartet?« fragte sie spielerisch, während er langsam erhob. Die schloss die letzten Schritte zwischen ihnen, bis sie genau vor ihm stand. Draco lächelte sanft auf sie herab. »Vielleicht«, murmelte er und streckte seine Hand nach ihr aus, um ihr eine verirrte Locke hinter das Ohr zu stecken. Hermine wurde bei der sanften Berührung sofort rot. »Wir hatten doch gesagt, wir verbringen mal ein anderes Weihnachten zusammen.« »Du hast recht«, sagte Hermine, immer noch grinsend wie ein Honigkuchenpferd. »Kein Tannenbaum, kein Kitsch, keine Weihnachtslieder.« Draco nickte lächelnd. Seine Hand lag immer noch auf ihrer Wange und verursachte dort eine Gänsehaut. Hermine spürte, wie ihr Herz laut klopfte. Ihre Hände kribbelten angenehm und ihr war wohlig warm. »Eine Regel muss ich allerdings brechen«, sagte Draco leise und kam ihr noch ein wenig näher. Aufgeregt sah Hermine zu ihm auf. Ihr Herz schien ihr fast aus der Brust zu springen. »Welche?« Ihre Stimme war nur noch ein Flüstern. So aufgeregt war sie. »Was kam jetzt?« »Ich schätze, ich bringe jetzt ein kleines bisschen Romantik ins Spiel«, lächelte er. Dann zog er sie endgültig in seine Arme. Hermine kreuzte augenblicklich ihre Arme um seinen Nacken. Immer noch strahlte sie ihn an. Sie konnte gar nicht anders. »Draco Malfoy wird romantisch?«, fragte sie schmunzelnd und begann dabei langsam seinen Nacken zu streicheln. »Vielleicht nur ganz kurz. Und dann kommt es auch nie wieder vor, versprochen«, grinste er. Merlin.
Mit diesem Grinsen würde er sie immer um den Finger wickeln können, egal in welcher Situation. Nun, wenn das so ist, werde ich wohl ein Auge zudrücken können, witzelte Hermine. Sie selbst platzte jedoch fast vor Aufregung. Er sollte endlich weitersprechen, das tun, was er tun wollte. Sie konnte es kaum abwarten, zu erfahren, was er ihr sagen wollte. Gespannt beobachtete sie ihn, wie er sie musterte. Schließlich begann er endlich zu sprechen. Granger, ich habe mir überlegt, dass ich heute gerne Abend mit dir verbringen würde, sagte er leise, ohne sie aus den Augen zu lassen. Langsam wanderten seine Hände ihre Arme entlang, bis er schließlich ihre Hände ergriff. Langsam nickte Hermine. Ja, das wollte sie auch. Mehr als alles andere auf der Welt. Vorsichtig streichelte sein Daumen über ihren Handrücken und Hermine hatte das Gefühl, gleich ohnmächtig werden zu müssen. Merlin, was macht ihr nur mit ihr? Und eigentlich nicht nur diesen Abend. Ich würde in Zukunft gerne alle Abende mit dir verbringen. Hermines Herz setzte einen Moment aus, flatterte dann unkontrolliert in ihrer Brust. Hieß das? Meinte er? Hermine konnte die Sätze gar nicht zu Ende denken. Ihre Gedanken überschlugen sich in ihrem Kopf. Ihr Atem stockte und alles, was sie tun konnte, war ihn entgeistert anzustarren. Konnte es wirklich sein, dass es ihm genauso ging wie ihr? Dass er sie auch nicht mehr gehen lassen wollte? Dass er ebenfalls Gefühle entwickelt hatte? Dass sie sich beide die ganze Zeit nur etwas vorgemacht hatten? Meinst du, flüsterte Hermine völlig verwirrt. Hilfesuchend klammerte sich an seine Hände. Passierte das gerade wirklich? Merlin, Granger, seit wann bist du so schwer vom Begriff? Stöhnte Draco, erwiderte aber den Druck ihrer Hände. Da näherte er sich wieder, legte seine Stirn an ihre. Nochmal für dein eigentlich übergroßes Hirn. Ich will dich an meiner Seite. Nur dich. Hermine wusste nicht, wie er geschah. Ihr Gesicht strahlte zu ihm herüber. Glück durchströmte ihren Körper und erreichte alle Nervenenden. Es war, als würde sie unter Strom stehen. Oh, Draco, flüsterte sie leise gegen seine Lippen. Zu mir war sie nicht fähig. Dann zog sie ihn zu sich heran und küsste ihn. Küsste ihn so, als würde ihr Leben davon abhängen. Er erwiderte ihren Kuss leidenschaftlich, schloss sie eng in seine Arme, als würde er sie nie wieder loslassen wollen. Und das wollte er auch gar nicht. Vielleicht war Weihnachten ja doch gar nicht so schlecht.